Liebe Kolleginnen und Kollegen, Erdogan hatte den gescheiterten Putsch als ein Geschenk Gottes bezeichnet. Die Folgen davon stehen im EU-Türkei-Bericht. Das göttlichere Geschenk aber hat die EU den türkischen Machthabern selbst gemacht. Der Flüchtlingsdeal förderte das Wegschauen bei der systematischen Verfolgung der Opposition, das Schweigen beim Überfall auf Afrin. Inzwischen ist die einzige Europaparlamentarierin Felek Nasuka mit vielen Jahren Haft bedroht. Seit November ist die Politikerin Leyla Güven im Hungerstreik. Zu solchen Mitteln greift man erst, wenn man jeglicher Handlungsmacht beraubt wurde. Es ist übrigens besonders die Situation von Frauen, die akut unter dem Erdogan-Regime leiden. Sie sollen systematisch mundtot und unsichtbar gemacht werden. Entscheiden wir uns für das Signal des Einfrierens der Verhandlungen und nicht für Abbruch, zeigen wir Dialogfähigkeit und Solidarität. Denn die Türkei, meine Damen und Herren, ist mehr als Erdogan. Es ist vor allem die Opposition und die Zivilgesellschaft. Sie brauchen unsere Stimme. Would you accept a blue card from our colleague up there? Ms. Šojdrova. Would you accept? Mrs. Michels. Ja? Yeah. Okay. Gut. Paní poslankyně, já jsem vás pozorně poslouchala, vy jste hovořila o tom. Sehr geehrte Kollegin, ja, also ich habe Ihnen jetzt zugehört und Sie sprechen ja über die Tatsache, dass die EU einen Austausch gemacht hat, also einen Deal sozusagen, da, und dafür wir jetzt sozusagen schweigen zu der mangelnden Freiheit in der Türkei. Aber das stimmt ja gar nicht, wir schweigen gar nicht. Wir appellieren an die Türkei, politische Häftlinge freizulassen. Und es gab doch auch Berichte, auch die Delegation hat appelliert an die Freilassung politischer Häftlinge. Wissen Sie eigentlich, worüber wir hier sprechen? Verehrte Kollegin, ich erinnere Sie daran, dass wir hier in diesem Hause eine Situation hatten, wo wir uns eigentlich fraktionsübergreifend einig waren, dass wir uns mit dem EU-Türkei-Deal erpressbar gemacht haben. Diese Situation habe ich angesprochen, erpressbar, dass uns sozusagen Erdogan hier monatelang, ja jahrelang, am Nasenring vorführen konnte. Und da, denke ich, sollten wir die eigene Situation auch nicht verschweigen. Das gehört genauso dazu wie alles andere, was wir kritisch im Dialog mit dem Erdogan-Regime bereits unternommen haben.